Kampfszenen aus dem Donbass zu sehen sind, sieht man Frauen meist in der Rolle der Opfer und unbeteiligten Zivilisten. Obwohl laut Statistik 13% der ukrainischen Soldaten Frauen sind, scheinen sie im Kampfeinsatz im Osten eher selten vertreten zu sein. Der einzige bekannte Auftritt einer Soldatin auf Regierungsseite ist der der in Russland gefangenen und des Mordes an russischen Journalisten beschuldigten ukrainischen Fliegerin Nadja Savchenko, für den wir leider keine Ausstrahlungsrechte besitzen. Ebenso selten sind bei den Separatisten Frauen an der Waffe anzutreffen. Umso interessanter ist ein Video, das die abchasische Agentur ANA News mit 4 Donetsker Frauen gemacht hat, die sich freiwillig den Rebellen angeschlossen haben. Sie sprechen wörtlich davon, sich nicht von den Ukrainern versklaven lassen zu wollen, was über ihr Selbstverständnis als nicht mehr Ukrainerinnen viel aussagt. Jede Mitschuld der Separatisten am Konflikt weisen sie auf Nachfrage des Interviewers von sich und verweisen auf ihr Recht auf Selbstbestimmung. Statt nur die Männer zu versorgen, sei es ihnen vernünftiger erschienen, selbst zur Waffe zu greifen. Zwar hätten sie Angst, wollten aber dennoch, statt nach Russland zu flüchten, wie andere aus ihrer Stadt, ihre Heimat verteidigen. Ob diese Frauen in einigen Monaten noch am Leben sind, weiß angesichts der massiven Angriffe der ukrainischen Regierungstruppen kaum jemand zu sagen.